Selbstbefriedigung ist Selbstbefriedigung. Letztendlich ist irgendwie jede Handlung Selbstbefriedigung und nicht nur das Reiben am eigenen Geschlechtsorgan. Irgendwie taucht doch immer wieder Unzufriedenheit auf und die versucht man dann durch Handlungen zu befriedigen. Sei es durch Essen, Sport, Konsumieren, Fernsehen, am Geschlechtsorgan reiben, sich andere Geschlechtsorgane anschauen, das eigene Geschlechtsorgan am anderen Geschlechtsorgan reiben, Geld verdienen, viel Geld verdienen, was auch immer. Irgendwie ist alles Selbstbefriedigung. Und es ist auch nichts Schlimmes dabei. Es ist ja total okay und es passiert ja auch einfach. Ich kenne keinen, der es verhindern könnte und keinen, der nicht auch diese Sehnsucht hat, zufrieden zu sein, befriedigt zu sein. Darum Selbstbefriedigung, dann für einen Moment. Oh, ist gut. Oh, das kann ich. Entspannt. Befriedigen. Das Lustige ist dann irgendwie, schleicht sich wieder so eine Unzufriedenheit ein, dass man wieder nach Befriedigung, nach Selbstbefriedigung strebt. Auch wenn einer nicht sich selbst befriedigt, so ein Asket oder sowas, der erlangt ja auch Selbstbefriedigung sozusagen oder Befriedigung dadurch, dass er so, oh, vielleicht denkt er dann so, oh ja, ich habe es geschafft, nicht zu wichsen, mich nicht selbst zu befriedigen, nicht mein Geschlechtsorgan zu schmeichelhaft in Bewegung und Reibung zu versetzen, um einen Orgasmus zu kriegen. Ja, ist dann die Verhinderung von Selbstbefriedigung auch wieder Selbstbefriedigung. Also was nun? Ja, einfach sich selbst befriedigen, wenn es soweit ist, sich keine Sorgen zu machen. Und dem Typen nicht zuzuhören, der einem blöde Ratschläge gibt, weil er einem auch immer nur was ein Rad reinschlägt. Als alter Besserwisser-Wichser. Frohe Selbstbefriedigung.